Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, man weiß allgemein, ich schreibe Sachbücher. Neben den Sachbüchern schreibe ich Science-Fiction-Geschichte und Berichte über erlebte, auch über erdachte Geschichten. Die sind alle in diesem kleinen Band erschienen hier. Verschiedene Geschichten von Erich von Däniken. Ich berichte Ihnen über eine, die seltsam ist, zum Nachdenken anregt und etwas Fröhliches hat, denn es geht dabei um Weihnachten. Der Titel der Geschichte: Die Weihnachtspille. Und hier die Story. Ich bin Bioko, sagte das Ding, und ich erschrak fürchterlich. Die Stimme weckte mich aus tiefstem Schlaf, und einen Moment lang glaubte ich zu träumen. Doch an meinem Nachttisch flimmerte irgendetwas Unheimliches. Ich bin Bioko. Mein Erschrecken war derart, dass mir eine Gänsehaut über den ganzen Körper lief. Mein Herzschlag trumpelte, schien aussetzen zu wollen. Ich tastete mein Gesicht ab. Die Haut fühlte sich wächsern und gläsern zugleich an. In der nächtlichen Dunkelheit meines Zimmers starrte ich gebannt auf den Tisch, der nahe an meinem Bett stand. Abrupt aus dem Schlaf gerissen, nahm ich langsam wahr, dass das Zimmer in fahlem grünem Licht lag. Die Möbel warfen dunkelgrüne Schattenstreifen auf den Boden. Ich orientierte mich, suchte die Quelle des grünen Lichts. Es kam von einem ovalen Ding, das sich, weiß Gott woher, auf dem Tisch manifestiert hatte. Das Fenster meines Schlafzimmers war ebenso fest verschlossen wie die Tür. Mir war unheimlich zumute. Ich spürte dieses unangenehme Gefühl, das einem befällt, wenn unvermutete Überraschungen eintreten. Im grünen Licht der Wand meldeten große, schwarze Ziffern, dass gestern der 23. Dezember gewesen war. Alles hatte seine Ordnung, in die lediglich das Ding da auf dem Tisch nicht hinpasste. Ich checkte meinen Zustand. War das, was ich erlebte, eine Halluzination? Das schien mir unmöglich, weil ich den Kalender erkennen konnte, die Möbel, das Zimmer, alles war da. Ich heiße Bioko, krächzte es heiser aus dem Ding, das penetrant grün strahlte. Jetzt nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und fragte: Wer sind Sie? Ich bin Bioko, antwortete das Ding, während ich nichts begriff. Schließlich formte sich aus dem grünen Leuchten ein Gebilde wie ein kleiner silberner Tannenbaum mit unzähligen glitzernden Kügelchen, die wie eine Herde von Glühwürmchen auf den Zweigen parkten. Nein, hier und in diesem Augenblick geisterte und spuckte es nicht. Es ereignete sich ein technisches Wunder. Da das Ding sprachmächtig war, erkundigte ich mich mit gestammelter Ruhe: Wie kommen Sie in mein Zimmer? Ich lauerte auf Antwort. Ich bin Bioko, sagte das Ding mit einer Stimme wie aus einer stereophonischen Anlage. Sie klang durchaus angenehm. Was wollen Sie? Forschte ich. Meine Speicherkapazität beträgt 341 Trillionen 824.000 Billionen Gedächtniseinheiten. Mein Logiksektor ist absolut. Erfahrungswerte meines Systems umfassen die menschliche Geschichte seit ihrem Anfang. Das Wirken meiner Ausführungsorgane ist optimal. Das Codewort für gezielte Fragen lautet Bioko. Nach diesem Statement schwieg das Ding. Auf den grünen Konturen der tannenbaumähnlichen Äste flimmerten die Kügelchen. Sie blendeten beinahe. Es mochte sich, dachte ich, um eine Art von Computer handeln. Mit dem Codewort versuchte ich, weiterzukommen. Bioko, wo kommen Sie her?
Die Antwort kam ohne Verzögerung und sie war eindeutig. Ich komme aus der Zukunft, aus dem Jahre 2043 Ihrer Zeitrechnung. So selbstverständlich, so einfach war das für das Ding. Ein leuchtendes Tannenbäumchen aus der Zukunft. Da stand der seltsamste Tannenbaum, den ich je gesehen hatte, fast einen Meter hoch, fast einen Meter breit, was ich im Vergleich zum Tisch abschätzen konnte. Anfassen ließ sich das Ding nicht. Es war eine Art von Hologramm, ein aus Lichtbündeln geformtes Gebilde. Ich konnte mit Händen und Armen hindurchgreifen. Beim genauen Hinsehen entdeckte ich auf der kleinen Lichtkügelchen winzige Flammen sowie Miniaturkerzen. Die mochten irgendwo im Jahr 2013 tatsächlich leuchten. Bioko, sprach ich das Ding zaghaft an, kannst du mich in die Zukunft nehmen? Technisch möglich, jedoch nicht realisiert, antwortete Bioko in frostiger Laborsprache. Bioko, erkläre mir das, bat ich. Technisch ist es möglich, Ihren gegenwärtigen Körper ohne Komplikationen in die Zukunft zu schleudern. Da Sie jedoch morgen als Weihnachtsmann tätig werden, ist es heute unmöglich, Sie in die Zukunft zu transferieren. Nichts, gar nichts, begriff ich. Morgen sollte ich Weihnachtsmann spielen? Absoluter Unsinn, denn wir hatten im Familienkreis abgesprochen, die Festtage ohne irgendwelchen Rummel zu begehen. Heute war der 23. Dezember, morgen begann Weihnachten. Ich mochte nicht als Weihnachtsmann auftreten. Bioko, wer bist du? Was bist du? Bohrte ich weiter. Die Antwort bestand aus einem einzigen Wort. Bioko. In einem Interview erfuhr ich, dass Bioko für biotronischer Computer stehe. Das Ding also ein lebendiges Supergehirn sei. Von Menschen sei es geschaffen und programmiert worden, behauptete es und sagte, dass es für alles verantwortlich sei, was diesen Planeten betreffe. In meinem Kopf sah es schlimm aus. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirbelten durcheinander. Obwohl ich an Biokos Ankunft nicht zu zweifeln wagte, machte mich seine Existenz schon halb wahnsinnig. Warum war das Ding überhaupt zu mir gekommen? Bioko, fragte ich lauernd, was bezweckst du mit diesem Besuch? Zweck meiner Zeitreise ist das Gespräch, das wir soeben führen. Mein Besuch erfolgte auf Ihren ausdrücklichen Wunsch. Was? Ich war sprachlos. Was sollte ich dazu sagen? Ich hatte von Biokos Existenz nichts geahnt, kannte das Ding nicht, bevor es hier in meinem Zimmer auftauchte. Bioko, bevor ich verrückt werde, sage mir, was diese Behauptung bedeuten soll. Bioko sprach mit der Stimme eines Psychiaters auf mich ein, der sein Opfer aus der Couch beruhigt. In ihr schwang auch ein Hauch von seliger Heiterkeit. Im Jahre 2023 erwarfen Sie, Herr von Däniken, in Ihrem Buch »Die Zukunftsräuber«, die Basisidee zu meiner Existenz. Sie sahen voraus, was kommen würde, und spotteten in Ihrem Buch, »Wenn es dieses Monstrum einst gibt, soll es mich mal besuchen.« Nun gibt es mich, und deshalb bin ich gekommen. Ich lachte laut auf, und dieses Lachen befreite. In einigen Jahren musste ich also ein Buch schreiben und darin einen biotronischen Computer namens Bioko erfinden, den es noch gar nicht gibt. Und ich werde in dem zu schreibenden Buch wünschen müssen, dass mich mein Fantasieprodukt einst besucht. Es war himmelschreiend komisch. Bioko, grinste ich zum grünen Gebilde hinüber. Habe ich in diesem seltsamen Buch, von dem ich keine Ahnung habe, vielleicht den Wunsch geäußert,
Du könntest mir auch einige Lottogewinne in der Zukunft verraten. Oder den Einlauf der Pferde für ein paar saftige Totogewinne. Derartige Wünsche sind mir unbekannt. Meine wissenschaftlich-technischen Betreuer ordneten lediglich an, sie an diesem Tag mit einem dem Fest entsprechenden Geschenk zu beehren. Hell wie ein silbernes Glöcklein, kling, klickte es auf der Glasplatte des Tisches. Das irisierende grüne Licht fiel auf einen Gegenstand von der Größe einer Zigarettenschachtel. Als ich danach griff, verlosch die Imagination des Hologramms mit dem flimmernden, diffusen Licht. Dann war es dunkel. Der Tannenbaum war verschwunden. Stockdunkel um mich herum. Ich hockte auf meinem Bett, zündete die Nachttischlampe an, griff zu einer Zigarette, entzündete sie. Alles überdachte ich noch einmal. Wäre es nur ein Traum, ein Spuk gewesen, wäre nichts zurückgeblieben. Aber ich hielt diesen kleinen Behälter in der Hand. Er fühlte sich kühl an. In dem Deckel war eine Miniatur mit großen, grünen, holographischen Tannenbäumchen eingraviert. Daneben zwei Zeichen, die ich nicht entziffern konnte. Die Rückseite zeigte die Abbildung einer rechten Hand, die ein Etui, wie dieses da, zwischen Daumen und Zeigefinger hielt. Darunter eine griffbereite linke Hand, wohl eine Gebrauchsanweisung ohne Worte. Ich praktizierte die Gebrauchsanweisung. Da sprang das Etui auf. In meine linke Hand rollten schneeweiße Kügelchen, von denen die größten kaum so groß wie eine Blattlaus waren. Pillen, lauter mikroskopische kleine Pillen. Ob Bioko mich vergiften wollte? Ein teuflischer Gedanke. Ich tat kein Auge mehr zu in dieser Nacht, stand viel mehr zeitig auf, in meiner Verwirrung einen Gesprächspartner suchte. Beim Frühstück gab ich meiner Frau einen genauen Bericht von den Ereignissen der letzten Nacht. Elisabeth hörte mir mit dem listigen, lustigen Blick zu, mit dem sie bei einem Witz die Pointe erwartet. Erst als ich ihr die Pointe der Nacht, nämlich das Pillenetui, zeigte, wurde sie ernst und ziemlich blass im Gesicht. »Hast du so ein Ding geschluckt?«, fragte sie ängstlich. Stumm schüttelte ich mein sorgenvolles Haupt. Dann, mit einem plötzlichen, sehr weiblich und sehr unüberlegten Entschluss, schob sie sich ein Kügelchen in den Mund. Meine strikte Aufforderung, die Pille sofort auszuspucken, kam zu spät. Die mikroskopisch kleine Spille hatte sich bereits in ihrem Munde aufgelöst. Was nun geschah, war sensationell und neu in unserer uralten Ehe. Plötzlich begann Elisabeth abgründig zu lächeln. Dann gestand sie mir die schönsten und absonderlichsten Dinge ein und machte mir Komplimente, wie ich sie nicht mal in der Zeit unserer jungen Liebe gehört hatte. Mit einem leidenschaftlichen Kuss zauberte sie eines der Kügelchen in meinen Mund. Im Nu durchflutete mich ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Ich wollte die Welt umarmen. Ich wollte alle Menschen an meinem Glück teilhaben lassen. Ich sprang vom Stuhl auf und rannte hinaus in die Gassen meines Städtchens, lief durch Warenhäuser, in denen hastige Menschen letzte Weihnachtseinkäufe tätigten, rannte zum Bahnhof und an den Zügen entlang, von denen Abschied genommen wurde. Ich ging auf Parkplätze und erwartete parkbeladene Bürger. Jeder und jedem gab ich von den Glückspillen. Das Etui in meiner Hand erwies sich als unerschöpflich. Ich verschenkte Glück. Wildfremde Menschen umarmten sich, wünschten sich schöne Tage und ein gutes Jahr. Eben noch leere Gesichter erstrahlten in befreitem Lachen. Mit meinen Pillen verbreitete ich frohe Weihnachten. Dieser Glückstaumel währte zwei Tage. Als die Droge aus der Zukunft ihre Wirkung verlor, geschah das ohne Leere in den Herzen
und ohne Katerstimmung. Es war, als ob die Weihnachtspille, so nannten wir sie später, eine unvergängliche Friedensbotschaft unter die Menschen gebracht und in ihre grauen Zellen gestanzt hätte, die jedes Jahr an diesem Tag wieder hellwach wurde. Liebet einander, ihr Menschen, liebet einander. Yes, das war's.